Was? Wieso OBS Studio? Was ist denn da jetzt schon wieder passiert? Verbindung erfolgreich, Verbindung erneut hergestellt, 17:15 Uhr, what? Och, Cortana, geh mir nicht auf den Sack. Ich will. Windows 10, wenn ich in einem Spiel bin, dann möchte ich, dass du mich nicht abfuckst. Das verträgt Tomb Raider nämlich nicht. Das hat Tomb Raider nicht vertragen. Jo. Ich will noch mal kurz Pipi machen und dann können wir uns entscheiden, ob wir vielleicht Talk machen oder ob wir das Spiel weiterspielen. Ich weiß gar nicht, wie weit ich da jetzt schon von der Story her dran bin, wie viel noch fehlt. Aber wir können nur kurz Päuschen machen, können später noch mal anfangen. Geht ganz kurz Baby machen und dann fertig. Ach so, für den Fall hier, für dich, das habe ich mir gestern so ein bisschen erstellt. Tomb Raider Legend Overlay. Und das ist das Tomb Raider für 2013 Overlay. Und ja, können da gleich nochmal alle ein bisschen nachgucken. Erst nochmal kurz Baby machen. Da bin ich wieder. Stimmt. Die sind relativ still. Naja, auf jeden Fall, ja, das Spiel ist schon schön, macht schon Spaß, klar. Ansonsten, ja. Monitor Mitte machen wir mal aus. Monitor rechts machen wir auch mal aus. Kann ich eigentlich die Webcam ein bisschen größer machen? Dann mache ich nämlich das auch mal aus. So, machen wir es mal so. Quatschen so ein bisschen. Jo, keine Ahnung. Auf jeden Fall wollte ich noch mal sagen, das Spiel, klar, natürlich macht das Spaß. Es ist halt super. Ich weiß nicht so ganz, wie weit ich da jetzt bin. Von daher, jo, es ist immer ein bisschen schwierig. Ich habe halt auch nur eine Kamera. Eine zweite Kamera wäre schon geil. Dann könnte ich nämlich auch ein bisschen quatschen und ihr könntet sehen, was ich halt so sehe. Ansonsten, wie gesagt, war ja auch ganz gerne mal gesehen oder beziehungsweise gewünscht, dass wir mal so einen kleinen Game-Überblick machen. Warte mal, dann mache ich mal das nochmal ganz kurz auf. Das hier zur Seite, das hier ein bisschen größer. Also auf Steam habe ich mir ein paar Sachen gekauft. Tomb Raider Underworld, Tomb Raider Legend,
Tomb Raider Anniversary. Keine Ahnung, wie gut das ist. Das Tomb Raider 2013. Das Rise of the Tomb Raider. Das habe ich ja von den Jungs als Game of the Year Edition geguckt. Dazu später mehr. Können wir auch gerne nochmal durchgehen, die Box. Zum Geburtstag habe ich das bekommen. Und das Shadow of the Tomb Raider. So, ja. Dann haben wir das schon nochmal. Das sind so die Tomb Raiders, die ich jetzt in Steam besitze, bei meinem Account. Ansonsten gucken wir einfach mal, wie ich das am sinnvollsten mache. Ohne, dass es da jetzt großartig Probleme gibt. So. Ich muss aber kurz nochmal ein Stromkabel für mein iPad holen. So, dann haben wir alles. Also hier sieht man so ein bisschen Webcam. Warte. So. Hier sieht man so ein kleines CD-Regal, ist nicht viel, aber naja, ist halt ein bisschen gefüllt mit ein paar Spielen. Die können wir ruhig mal alle durchgehen. Ich würde sagen, wir machen so. Ich gucke mir die Spiele an, lese den Titel vor, wir gucken uns das an, quatschen so ein bisschen darüber. Und wenn es dazu eine Story gibt, dann kann ich euch meine persönliche Beziehung zu diesem Spiel mitteilen. Ja, dann machen wir es so. Ja, ich habe nicht so viele davon, weil ich recht spät einen PC bekommen habe und nicht so... Ich bin noch nicht so lange Gamer. Ich bin noch nicht so lange PC-Spieler. Generell. So, gucken wir mal, was wir so haben. So eine kleine Game Overview. Also so eine Bibliothek habe ich halt nicht. Von daher gehen wir erstmal die kleinen Spiele durch, dann kann ich die nämlich weglegen. Dann habe ich hier ein bisschen Platz auf dem Schreibtisch. Ja, da oben das Jesus Hirtenbild habe ich mir mal gekauft. Flohmarkt. So, gehen wir mal alles in Ruhe durch. Ja, sieht viel aus, ist aber fast gar nichts. So, was habe ich hier? Wir haben hier GTA 2. Natürlich in der Original GTA 2 Hülle. Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen viel Spaß beim Spielen. Ist natürlich ganz lustig, wenn dich hier so ein alter Mann anguckt. dieses Spiel habe ich übrigens kaum gebraucht, von meinem Cousin bekommen. Der ist irgendwie von zu Hause ausgezogen, hat es dann liegen lassen und hat sich dann dafür nicht mehr interessiert und dann hat es mir mein Onkel gegeben. Einfach hier so ein CD-Regal, hier von Pierre, ganz viele CDs, nimm. Okay, selbst nie benutzt. Darunter waren auch, war halt auch hier, wie heißt es? Angel of Darkness. Haben wir ja eben schon geguckt mit beiden CDs. Noch für die PlayStation 2, Xbox und PC. Hitman Contracts. Werbung, weißt du, da kaufst du ein Spiel, hast immer noch Werbung dabei. Dann irgend so ein komisches Spiel, Heads. Head Extreme Destruction Zone. Da spielst du irgendwie ganz komische Hüte. Ich weiß es nicht, habe ich nie gespielt. Auch irgendwie, warte mal, von wann ist denn das?
Von wann ist denn das? Ich habe ja keine PS2, ich habe leider nur eine GameCube. 1998. Warte mal, habe ich da nicht noch irgendwo... Da fehlt noch ein Spiel. Das würde ich nicht... Das würde ich sehr gerne mitnehmen. So, dazu kann ich halt, wie gesagt, zu den PC-Spielen oder zu den meisten PC-Spielen kann ich nicht viel sagen, weil ich die selbst nie gespielt habe. Die waren halt einfach mit dabei. Klassiker Siedler 3. Siedler 3 Gold Edition. Noch mit Heft. Auch mit 2 CDs. Ja, ist okay. Auch nie gespielt. Nehmen wir mal Autobahnraser. Autobahnraser 2. Version 1.0. Während des Spiels muss die CD im CD-ROM-Player bleiben. Ja. Ja, wann war das? Vielfach CD-ROM-Laufwerk, Windows 95, 98. Wann kam das raus? Ich weiß es gar nicht, aber irgendwann in dem Dreh rum. 98, ja, da war schon fast 10. Ich bin ja 89 geboren. Ja, Autobahnraser 2, selbst nie gespielt. Kann ich nicht viel sagen. Jetzt kommt etwas, jetzt geht's mit den Geschichten so ein bisschen los. Auch traditionell deutsche Version, Far Cry 1. Habe ich auf meinem ersten Laptop sehr gerne gespielt, beziehungsweise ich habe das halt immer auf dem Laptop gespielt, sehr gerne. Richtig angefangen zu spielen habe ich das auch erst später mit, da war ich schon, boah, wie alt war ich denn da? 18 ungefähr, da habe ich das nämlich immer sehr gerne gespielt, als ich von Hessen aus nach Schleswig-Holstein gefahren bin, am Wochenende immer zur Marine, wenn ich Freigang hatte und halt die Family besucht habe, war eigentlich ganz cool und deswegen ist auch die CD halt sehr abgenutzt, aber wie man sieht, Original Far Cry 1 hat mir sehr viel Spaß gemacht, war sehr schön. So, jetzt ein Spiel, das habe ich mir, dazu gibt es eine Geschichte, habe ich aber sehr, 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 sehr spät gespielt. Das war mein allererstes richtiges PC-Spiel, habe ich damals mit meiner Cousine gespielt. Konzipiert für Windows 95, 1996, Timon und Pumbas Spielesammlung. Habe ich früher, wie gesagt, als meine Cousine halt ein PC hatte mit Microsoft ME war das, glaube ich, oder Millennium sogar. Also eine ganz schlimme Dingsbums-Version, eine ganz schlimme Windows-Sache. Timon und Pumba Spielesammlung habe ich mir dann auch später nochmal gebraucht bei Amazon angebestellt für ein paar Euros. Läuft auf aktuellen Systemen nicht. Das habe ich vor 3 Jahren habe ich mir das geholt. Da war ich noch in der ersten Klasse von meiner IT-Klasse. Und das ist eigentlich sehr geil. Das Problem ist, du kannst es nicht starten und nicht installieren. So. Wie habe ich mir daraus ausgeholfen? Ich habe mir auf meinem Rechner habe ich meine Festplatte partitioniert, beziehungsweise hatte einen 64 GB USB-Stick und habe dann auf diesem 64 GB USB-Stick habe ich mit Java VM habe ich mir eine virtuelle Maschine aufgesetzt und habe einfach auf diesem USB-Stick Windows XP installiert. Und das war wirklich auch nur für ein paar Minuten, habe das dann alles gemacht und allem drum und dran, war auch soweit ganz gut. Eine virtuelle Maschine, also Windows 10, mein Laptop läuft mit Windows 10 und da habe ich einfach eine virtuelle Maschine aufgesetzt, XP drauf installiert und habe das Spiel gespielt und danach habe ich die virtuelle Maschine wieder gelöscht. Das bedeutet, ich hatte ungefähr 30 Minuten Aufwand, habe das Spiel installiert, habe es gezockt und dann irgendwie nach einer Stunde oder nach einer Mittagspause dann einfach nicht mehr Dingsbums gemacht. Das Geile war, das Aufsetzen der virtuellen Maschine konnte ich in der Schulzeit machen, weil es halt natürlich auch eine Sache ist, die man halt auch in der
IT halt sollte man brauchen können. Kann ich jetzt heute auch noch so ein bisschen prahlen. So vor ein paar Wochen hatte ich ja ein paar Vorstellungsgespräche und dann wurde ich auch gefragt, haben Sie schon mal virtuelle Maschinen aufgesetzt? Das war dann eigentlich immer so ganz lustig. Und dann dachte ich so, offiziell in der Ausbildung nein, für ein Spiel ja. Das ist natürlich jetzt nicht, wenn ein Gegenüber ein bisschen älter ist, sollte man das natürlich nicht machen. Aber wenn man so im gleichen Alter ist, kann man das durchaus mal machen. Und ja, und so habe ich mir dann halt eine XP-Maschine aufgesetzt. Das bedeutet, startet Windows 10, startet das Programm und dann wut, geht der USB-Stick an, zack, boom, Windows XP drauf. Und dann konnte ich das wieder spielen. Das ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Muss halt mal gucken, ob ich das hier auch nochmal hinkriege. Dann könnten wir das vielleicht wirklich mal spielen. Wäre cool. So, bevor ich hier mit meinem Schreibtisch, mit meiner Schreibtischunordnung weitermache, mache ich einmal erstmal so Stück für Stück und dann haue ich die Dinger wieder weg. Ja, von daher, Sekunde. Musik-CDs. So, dann kommen wir mal. Ich habe ja noch ein paar PC-Sachen, die wir dann durchgehen können. Aber da habe ich jetzt keine richtigen Hüllen für. Weil das meistens irgendwelche, ich weiß nicht, so alte CDs. Hier zum Beispiel Siedler 2, Siedler 2 Gold Edition. Habe ich auch irgendwo her. Splinter Cell Computerbild Spiele von 2006. Wo habe ich denn das her? Ich glaube, ich auch von Pierre. 2006 habe ich nämlich noch keinen Computer gehabt. Computerbildspiel, Splinter Cell und Demo Saga of Ryzen. Keine Ahnung. Dann habe ich hier noch Siedler Gold DVD 2014. Da habe ich mir dann angefangen, die selbst zu kaufen. Die Siedler Ausbruch der Kulturen. Jo, dann habe ich hier noch The Whispered World. Sind sogar zwei CDs drin. Beide, einmal hier Computerbild 211, World of Conflict und The Whispered World. Habe ich in einem Bundle in Steam auch nochmal gehabt. Da habe ich mir das Dedelec Entertainment Package gekauft und da war das auch noch drin. So ein Point-and-Click-Adventure wie Edna bricht aus. Ein Spiel, was ich auf dem Rechner immer noch sehr gerne, also auf dem Laptop immer noch sehr gerne gespielt habe, wenn ich nach Dillenburg musste zur Schule. Da war ich auch knapp 1,5 Stunden unterwegs pro Anreise. Torchlight 1. Torchlight 2 habe ich auf Steam. Da sieht man. Naja, was haben wir hier noch? King Arthur, so ein Strategiespiel. Dann Spellforce 2, Fate in Destiny. Ist, ja, Spellforce halt, habe ich auch selbst die wirklich gespielt. Kunst des Mordens. Ist eigentlich ganz cool, das hat mir sehr viel Geheimakte FBI. Habe ich das gespielt oder nicht? Ich weiß es nicht ganz, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine aber schon. Natürlich hier Silber-DVD, der Rest war mir egal. Erste 2014, voll Dingsbums, Code für Steam. Sonic Generations. Haben wir schon gespielt, muss man nichts zu sagen. Dann hier, keine Ahnung, warum ich es nochmal auf Steam gekauft habe. Rollenspiel Elder Scrolls 4, Oblivion, 2014. Risen 2, Dark Waters. Und dann hier Inner World. Könnten wir eigentlich auch mal angucken. Hier die 100 besten Gratisspiele 2012. Trash-Spiele. Alles nur der letzte Müll, was da drauf ist. Divinity 2. Nochmal Spellforce 2. Ja, ich kann halt dazu nicht sagen, weil die hast du halt und das war's dann, ne? Die gammeln dann halt, hat man ja schon an den Verpackungen schon gesehen, die gammeln halt im Schrank rum. So. Von daher, jo. Erstmal die wegpacken. Alles klar. So, was haben wir sonst noch? Ich würde sagen, wir gehen einfach jetzt mal
die PC-Spiele weiterhin durch. Habe ich auch früher sehr gerne gespielt. Auch schon viel früher, 2005 habe ich das sogar gespielt. Das war, wo ich im Jugendheim gewesen bin, da hatten wir einen PC und das war mein erstes Strategiespiel, das habe ich gesuchtet ohne Ende. Rollercoaster Tycoon 3. Gab es dann mal Mediamarkt in der Softwarepyramide, habe ich mir für 10er mitgenommen. Ja, 3-Game-Box-Set. Ja, sind halt drei Games drin. Rollercoaster Tycoon 3, dann noch Rollercoaster Soaked und Wild mit sämtlichen DLCs. Ja. Ja, Rollercoaster Tycoon 3 würde mir auch nochmal gefallen, würde ich mir auf jeden Fall nochmal antun, gucken, ob das auf Windows 10 läuft. Ansonsten setze ich mir wirklich nochmal hier auf dem Rechner eine virtuelle Maschine auf, um das spielen zu können. Hier nochmal einen schönen Dank an die Jungs. Deswegen habe ich ja hier in der Bildschirmaufnahme Rise of the Tomb Raider sehr kurz angeteasert. Das können wir auch nochmal in Ruhe komplett durchgehen, wenn ihr Bock habt. Rise of the Tomb Raider, das 20-jährige Jubiläum, die Game of the Year Edition zum 20-jährigen, die komplett Boxed-Version. Das bedeutet, du hast hier das Spiel drin. Ja. Ja, war eigentlich nur der Aktivierungscode. Natürlich wieder irgendwelche Werbung und zwei CDs, die habe ich nie ausgepackt. Wirklich nicht. Hier, ganz normal zwei CDs. Ich habe nur den Code. Ich habe nur den Code benutzt, der da drin war. Um das dann auf Steam irgendwie zu verknüpfen. Und dann musstest du dir das sowieso runterladen. Nee, Schienensimulation. Rollercoaster Tycoon ist nicht Schienensimulation. Das darf man nicht eins zu eins übersetzen. Rollercoaster Tycoon 3 ist Freizeitparksimulation. Es ist ein Freizeitpark. Hier bei der Game of the Year Edition war noch hier dieses Buch mit dabei, wo du dann nochmal die CDs halt nochmal extra reinpacken kannst. Irgendwie hier hinten. Weiß nur nicht, welche CD da reinkommt. Ob da wirklich eine von denen reinkommt, sind ja beide CDs drin. Ich weiß nicht, was da für eine CD reinkommt. Keine Ahnung. Ansonsten hast du hier in dem Artwork hier ein bisschen was von der Lara. Dann gucken wir mal. Hier hast du noch ein paar Artworks. Ja, die versteht man nur als Lara Croft-Fan. Dann hast du halt noch diese Teile. Ist auch sehr hochwertig. Also der Einband von dem Ding ist halt einfach schon, man merkt, dass es sehr hochwertig ist. Ansonsten ja, hier diese ganzen Artworks. Also darauf bin ich so ein bisschen stolz. Das fand ich ganz cool, dass sie mir das geschenkt haben. Wir haben Geburtstag gefeiert und habe ich so ein kleines Trash-Game von den Jungs zum Geburtstag bekommen. Und die haben einfach dieses Spiel dann via Amazon auf meine Adresse, wie heißt, auf meine Adresse geschickt. Das war ganz lustig, weil dann habe ich nämlich, das hat ein bisschen gedauert, bis das nämlich, das wurde nämlich, glaube ich, ein paar Tage, das habe ich wirklich zur Veröffentlichung bekommen. Und die Game of the Year Edition wurde halt ein bisschen später dann veröffentlicht. Das bedeutet, ich habe 2 Wochen nach meinem Geburtstag noch ein Päckchen bekommen. Und ich dachte so, hä, was meinen die mit Päckchen? Wollen die mich verarschen? Ist doch egal. Die haben mir dafür einen Fünfer oder so irgendwelche Trash-Spiele geschenkt. Ja, geil. Wunderbar. Und dann haben sie mir das, und dann kam das. Und da war da halt noch so ein Brief mit drin. Keine Ahnung, das war so ein Dingsbums. Ja, hier, lieber Sascha, hier kein ordentliches Geburtstagsgeschenk ohne ein paar richtige Brüste zumindestens. Und haben sie mir dann halt diese Game of the Jo, gehen wir einfach mal durch. Ich gucke selbst in OBS nochmal, da muss ich nicht permanent hin. Ist ein schönes Spiel. Haben wir ja auch zusammen hier gestreamt. Sehr schön. Und sind einfach schöne Artworks, vor allem der hier, das hier, nee, das hier. Ist eigentlich ganz geil. Es wäre halt cool, wenn man mit seinem Code irgendwie diese Dinge als Desktop-Hintergrund oder so hinkriegt. Das wäre halt schon nice. Mit den meisten davon kann ich nicht viel anfangen. Und ja, hier noch mal alle Laras zusammen. Vor allem seht ihr das hier auf der Seite. Die beiden, die machen Armdrücken. Das ist schon cool. Was haben wir hier sonst noch? Ja, weiterhin Croft Manor.
Ja, das war's. So, dann packe ich das aber auch wieder ein. So, das dahin, das kommt hier rein. Jo. Ansonsten so. Gucken wir mal. Ja, traditionell GTA 3 war auch bei meinem Cousin mit dabei. Habe ich auf der PlayStation 2 mit dem Kumpel damals öfters mal gespielt. Später dann Vice City. Aber ich war nie so der GTA-Freund. Also auch hier. Ich glaube, das war das. Ich glaube, das waren dann wirklich große Spiele. Zwei CDs oder waren das wirklich mehrere? Ich weiß gar nicht. Hier GTA PC-CD-ROM zum Installieren und das andere zum Starten. Okay, da hast du dann. Ja. GTA 3 ist in meinem Schrank verewigt. Hier. Die Boxed Edition Gothic 3 mit Mirtana. Diese Edition habe ich mit einem Kumpel getauscht. Da ist auch nichts Großartiges drin. Da war einfach nur hier diese CD drin und irgendwie diese Hülle. Habe ich mit einem Klassenkameraden getauscht. Der hat von mir da für Resident Evil 3, Resident Evil 4 für die GameCube bekommen. Und hat dann dafür mir Gothic 3 die Nacht des, hier Gothic 3 gegeben. War für mich in Ordnung, der Tausch. Es war auch kein Tausch, wurde dann einfach nicht mehr zurücktauscht, sondern das war mit dem Tim damals, glaube ich. Das war in der Berufsfachschule. Also, wie gesagt, ich habe Hauptschule gemacht, dann habe ich Berufsfachschule, zweijährige Berufsfachschule gemacht, Wirtschaft und Verwaltung. Als ich meinen Hauptschulabschluss mit 2,5 bestanden habe, die Berufsschule mit Wirtschaft und Verwaltung mit 2,4 bestanden habe, habe ich ja dann nochmal berufliches Gymnasium gemacht und habe dann gesagt, nee, es muss kein ganzes Abitur sein, Fachabitur reicht aus. Und dann bin ich ja dann in die berufliche Ausbildung gegangen. Von daher, nee, wir haben es dann halt abgesprochen, haben gesagt, ja, ich habe ja noch Gothic 3 von dir, du hast noch Resident Evil 4 von mir. Wie wollen wir das handhaben? Ja, ich habe halt Resident Evil 4 habe ich halt durchgespielt gehabt und war mir dann eigentlich auch relativ egal, weil es zu der Zeit, ich kurz danach bin es wirklich zu, ich habe es dann wirklich gesuchtet und da hat er dann gesagt, ja, mir könnte es gerne so belassen. Ich so, ist das okay? Ich meine, Gothic Resident Evil 4 für die GameCube ist nicht ganz so teuer, nicht so teuer gewesen wie Gothic 3, weil es halt frisch rauskam. Aber irgendwie, ich glaube, dem sein Rechner hat es einfach nicht gepackt. Meiner damals auch nicht. Deswegen habe ich dann upgegradet und dann hat er es gerade so geschafft. Ach ja, damals hatte ich noch eine Nvidia GT 256 mit 256 Megabyte Grafikram. Diese Grafikkarte habe ich mir gekauft, nur um dieses Spiel zu spielen. Und habe aus meinen 512 Megabyte DDR1 RAM habe ich ein Gigabyte rausgemacht. Da war ich ganz stolz. War ich da schon? Da war ich 17. Da war ich richtig stolz, dass ich das hingekriegt habe. Geil. Jo. Gut, jetzt habe ich zu viel aus dem Nähkästchen geplaudert. Aber wie gesagt, solche Sachen sind eigentlich auch ganz schön. Jo, was haben wir denn sonst noch? Die nächste Box. Also so eine PC-CD-ROM-Box. Ich glaube, es ist aber nicht so ganz. Enter the Matrix. Ich habe das Spiel nie gespielt. Ich habe das einem Kumpel mal ausgeliehen gehabt. Der hat gesagt, das ist saugeil. Freigegeben ab 16. Ich weiß nicht ganz. Das sind zwei CDs. Ich bin mir nicht ganz sicher, was jetzt davon ist, was ist. Wir haben hier Compact Disc, PC Label Generatic. Wir haben hier CD1, dann haben wir hier CD2 und hier dann noch CD3. Ist halt nur die Frage, ob das das Game ist oder ob da noch ein Film oder so dabei ist. Lass mich mal ganz kurz. Compact Disc. Okay, es kann sein, dass das ein Film ist. Ups, Entschuldigung. Jetzt gucke ich mir mal die andere CD-Box. Das ist hier die PC-Box. Hier sieht man PC-Box. Das ist die CD-Box.
Hier ist auch noch eine CD, Playdisc. Ah, genau, das sind die Installations-CDs und das sind die, das ist die Spiele-CD, dass das Spiel überhaupt startet. Ja, man sagt, das Spiel soll halt saugeil sein, aber ich weiß nicht, mich hat das nie so angereizt. Das bedeutet, Spiel ist alt, schon seit Ewigkeiten in meinem Besitz, aber nicht wirklich, ja. Enter the Matrix, Skript und Regie, die Brüder, Schöpfer der Matrix-Trilogie. Kann ich mir vorstellen, weil die Filme an sich waren halt schon sehr geil. Habe ich auch alle gesehen, auch als sie neu rauskamen. Ich war zwar fürs Kino nicht alt genug, aber hat einem das schon jemals abgehalten? Oder aufgehalten? Nein, hat's nicht. Ansonsten habe ich mir dann später noch gekauft Need for Speed Most Wanted. Habe ich übrigens auch installiert. Extra dafür habe ich mir, das ist da oben, habe ich mir ein Racing Wheel gekauft. Hier die günstige Marke von Mediamarkt für 25 Euro. Möglich mit Lenkrad, mit Gaspedal, Bremspedal und so weiter und so fort. Habe ich mir auch gedacht, ja, könnte ich mir eigentlich mal geben, weil mein bei meinem alten Rechner, der hatte halt irgendwie das Problem, dass er keine ROM-Laufwerke angenommen hat. Deswegen ist das im Schrank in Vergessenheit geraten. Wie gesagt, Need for Speed Most Wanted habe ich zwar nie durchgespielt, habe ich aber mal angezockt. Dann, das habe ich damals für 10 Euro, Carcassonne, das typische Brettspiel, was wir auch mit den Jungs immer sehr gerne beim Jan zu Hause gespielt haben. Das war immer ganz cool. Ja, Carcassonne mit allen Erweiterungen habe ich mir auf CD gekauft, weil ich es einfach geil fand. Das war zu der Zeit, wo ich, wie gesagt, Best Friend, auch schon 10 Jahre her mindestens. Wann habe ich mir das gekauft? PC, 1 GHz, Prozessor, 1 GB RAM und 200 MB Festplatte, Windows XP und Vista. Gibt es hier auch irgendwo ein 2011 von 9 Jahren? Stimmt. Ja, wie gesagt, hatten wir beim Jan immer so als mit den ganzen DLCs, mit den Brettspielen immer sehr gerne gespielt. Da war dann noch der Tobi dabei, der Jonathan war noch dabei, der Jakob war noch dabei. Dann kam noch die ein oder andere Schwester dazu und als dann die Schwester mit ihren 2, 3 Freundinnen gemerkt hat, yo, die Jungs haben sich eingedeckt mit 5000 Kilo Chips und mit 500 Litern Cola, haben sich dazu gegönnt und dann waren wir locker mal 8, 9 Leute an einem Riesentisch, haben dann eine Nacht durchgespielt, Carcassonne mit allen Erweiterungen, mit allem drum und dran, genauso wie Siedler von Catan. Und mit dem Jan bin ich übrigens heute noch befreundet. Der kommt morgen wieder vorbei. Ja, daraus ist eine richtig coole Freundschaft geworden. Und dann habe ich mir einfach mal die CD gekauft. So. Wieder etwas, wozu ich nichts sagen kann. Habe ich damals bei GameStop, mein Cousin mal bei GameStop gekauft. Auch wieder so ein Ding. Originale Dino Crisis. Habe ich nie installiert, habe ich nie gespielt. Ist auch nur eine Disc. Ja, ist halt nichts Besonderes. Das war halt so ein Wiederverkaufsding bei Games, da weißt du. Ich weiß nicht, ob man das halt noch kennt, aber das war halt mal ganz was Neues, dass du irgendwie als Endspieler irgendwie deine Games verkaufen konntest und die gegen neue eintauschen konntest, habe ich damals gemacht. Und hab gedacht, ja, geil, meine durchgezockten Games, easy, gibst du hin. Aber als ich dann gemerkt habe, dass die mir für 3 Games 10 Euro berechnen wollten für ein anderes gebrauchtes Spiel, was sie für 15 Euro weiterverkauft haben, das habe ich auch nur einmal gemacht. Aber da ich extra hingelaufen bin, um das zu machen, habe ich es halt durchgezogen. dann hier Computerspiele Gold-DVD. Nochmal Gothic 3. Die gepatchte Version, die dann spielbar war. Ich glaube, da ist auch genau mit der Spieleerweiterung oder dem eigenen Spiel Götterdämmerung. Das bedeutet, ich habe Gothic 2 theoretisch zweimal. Ich habe es beim Sluxy gesehen. Ich habe es, Dino Crisis habe ich beim Sluxy auf dem Channel gesehen. Hier der Grund, weswegen es meinen Steam-Account gibt. Die darf ich offen nicht zeigen, weil da nämlich der Aktivierungscode drauf ist. Skyrim. Obwohl Aktivierungscode ist eigentlich wurscht, weil das schon seit Jahren auf meinem Steam-Account verknüpft ist. Ja, Games for Windows, Skyrim gekauft. Da war noch die Karte dabei, das zeige ich euch mal, wo die Karte hängt. Die hängt immer noch da.
So, das ist die Skyrim-Karte, die habe ich mir eingerahmt und da hingehängt. Da hinten hängen noch ein paar Nunchakos, ein paar Dingsbums, ein paar Medaillen und ein Golfschläger. Ja, das ist die Skyrim-Karte, auf die ich immer drauf gucke. Das bedeutet, jo, Elder Scrolls 5. Hallo, Kamera, warum? Das ist die Scheiße, wenn du eine Kamera benutzt, aber kein Stativ hast. So. Dazu gibt es aber noch eine kleine Story. Ich packe die erstmal weg, dann habe ich ein bisschen Platz auf dem Schreibtisch. Wenn ich es finde, wenn ich es finde, wo habe ich es denn jetzt rumliegen? So, wo habe ich denn die Karte? Die liegt hier auch noch irgendwo herum. Ist die das? Genau. Wenn, dann machen wir es richtig. So, was habe ich sonst noch? Wegen Skyrim habe ich das Ding noch. Den Komplettlöser, und den habe ich mir durchgelesen. Ich habe mir dieses Buch zu Elder Scrolls 5 Skyrim durchgelesen. Ja, wirklich. Habe ich immer an der Berufsschule gemacht, während meiner ersten Ausbildung. Wieso ist die Kamera, weißt du, da nimmst du die Kamera einmal ab und dann fängt die gleich an rumzuspinnen. So, jetzt. Ja, das ist das offizielle Lösungsbuch von Elder Scrolls 5 Skyrim. Dazu gab es natürlich auch noch hier so eine riesige Karte mit allen Wegpunkten und was die Orte bedeuten. Und das konntest du. Ich habe, also Skyrim, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, Technik nicht, das ist eher die Mechanik. Das war das Problem. Ich habe mir die Karte genommen, habe das Spiel gespielt und bin diese Wege abgegangen, bis ich alles hatte. Wirklich, das war so ein richtiges Erlebnis. Also, ja, Skyrim ist halt riesig, das ist klar. Dann hier noch eine Gold, eine Computerbild-CD. Die Gilde 2 Gold. Kann man nicht viel zu sagen, habe ich nie gespielt, habe ich einfach nur im Regal verstauben lassen. Das habe ich mal kurz angespielt, aber ja, Computerbildspiele, The Westerner und irgendein Race-Spiel von 2007. Das war in der Computerbild 2010 drin. The Westerner 2 natürlich, warum? Warum holt man sich das Spiel 2011, 2010? Da war ich 20 natürlich, habe mir gedacht, oh geil, hat die alle dicke Hupen, also hole ich mir das auch. Das ist wirklich so. Und ja, kurz angespielt, fand ich jetzt nicht so geil, das Spiel. Aber war halt eine Computerbild drin, nimmst du mit. So. Das war's mit den PC-Spielen. Ich hoffe, das hat euch soweit ganz gut gefallen. Ihr konntet so ein bisschen Einblick reinkriegen. Jetzt gehen die richtigen Geschichten los, weil ich jetzt die GameCube-Spiele mit euch durchgehe. Sind nicht so viele, aber wie gesagt, dafür können wir uns den Abend schön mal gönnen. Angefangen mit dem ersten Spiel, was eigentlich bei meiner dunklen, hier bei meinem
dunklen Würfel, der ist gerade am PC noch angeschlossen, dunklen Würfelchen mit dabei war. Ja, ich habe da ganz viel draufgeklebt hier. Ich war voll der Hip-Hop-Fan hier. Nelly, Usher. Hier war irgendwas, was ich abgerissen habe. Hier Eminem. Hier unten das Ding ist, die Klappe ist weggekommen, weil ich den Dingsbums hab. Weil ich den Gameboy-Player habe. Von daher, jo. Aber aufgrund von Platzmangel habe ich den halt abgesteckt und habe den hier in meine Technikschublade reingetan. Da eigentlich auch ganz coole Sachen drin sind, könnte man eigentlich auch mal durchgehen. Aber ich glaube, das wird dann, glaube ich, für gerade für Justin und für Hino sehr zu technisch. Ich glaube, da versteht ein paar Sachen, würdet ihr sehen, denkt so, ja, ist halt da. Aber was da auch andere Sachen, die da drin sind, kann man nichts machen. Wir sind noch nicht fertig. Jo, hier die Disc für den Gameboy Player. Ist nichts Besonderes, gar nichts. Also von daher, ja, was will man da großartig machen? Hier das beste Spiel für die GameCube überhaupt. Resident Evil 4 ist schon mal von außen nass geworden, deswegen sieht es so ein bisschen beschissen aus. Natürlich mit beiden CDs. Resident Evil 4, ein sehr, 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 sehr geiles, sehr schönes Spiel. Habe ich auf der GameCube hoch und runter gespielt. Ja, sehr schön. Dann haben wir noch eine kleine Perle. Die habe ich auch vom Tim bekommen. Das hat ihm nicht interessiert. Ja, original. Natürlich, klar, GameCube. Resident Evil 3 Nemesis für die GameCube. Deutsche PAL-Version. Auch natürlich, ja, sogar noch mit Büchlein. Ich weiß noch nicht, ob das Büchlein auf Deutsch ist. Ja, eigentlich schon. Nee. Tatsache. Also es gibt, der Untertitel ist auf Deutsch. Es klappt auch mit der Dingsbums, mit der, nee, ist auf Englisch. Das Handbuch ist auf Englisch, komplett. Gibt auch keine deutsche Übersetzung oder so. Aber, ja, und dann halt hier Werbung, was es sonst noch gibt. Resident Evil Zero, das normale Resident Evil und sogar Resident Evil 2. Ja, und halt hier diese ganzen typischen rechtlichen Hinweise. Ja. Ist auf Englisch. Ist aber trotzdem eine PAL-Version. Ja. Hat mir ja schon mal im Stream, glaube ich, angespielt. Habe ich auch vom Tim bekommen. Ich weiß gar nicht, woher der das hatte. Weil sieht man natürlich auch hier so ein bisschen an diesen Sachen. Die meisten oder die ganzen anderen GameCube-Spiele haben dieses lilane Zeichen. Das bedeutet, die sind in Deutschland veröffentlicht. Ich glaube, das hat er aus Amerika. Das ist auch das Einzige. Die haben alle hier so ein blaues Eckchen hier unten, außer das hier, das hat so ein pinkes. Ich weiß nicht genau, was da los ist oder warum oder weswegen. Jo, ansonsten, was auch Player's Choice, natürlich, klar, was nirgends fehlen sollte. Need for Speed Underground 2. Logisch. Muss man nicht viel zu sagen. Das hab ich mit den Jungs, beziehungsweise das habe ich mit anderen Jungs gespielt. Ist halt schwierig zu streamen oder so. Das habe ich mir auch schon überlegt, mal Need for Speed Underground 2 zu streamen. Aber da ist halt viel Lizenzmusik drin. Aber ja, so ist es halt. Ansonsten, wie gesagt, das Spiel schlechthin, was überall dabei war. Wave Race, Blue Storm habe ich auch sehr lange gespielt. Es ist eins der nervigsten und beschissensten Spiele. Aber das war das erste Spiel, was ich gespielt habe. Und deswegen, ich weiß nicht, wenn ich das Spiel spiele und es anmache, finde ich es immer noch geil. Aber nur, weil ich mich dann wieder zurück in den 14-jährigen Sascha zurückversetzt fühle. Habe ich auf dem Emulator schon ab und zu mal gespielt. Was ich auch gemacht habe, ist ein bisschen bekritzelt. Harvest Moon, A Wonderful Life. Habe ich auch sehr, 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 sehr lange gespielt. Auch habe es auch sehr ernst genommen. Die Beschreibung habe ich jetzt nicht, aber dafür natürlich die CD. Hier habe ich noch eine Liste
damals mit ganz vielen Tipps, die ich mir im Internet rausgesucht habe, die ich selbst ausgetestet habe. Hier zum Beispiel, wie man Klasse S-Samen macht, wie das mit den Blumen auf sich hat, wie man Kohle macht und allem drum und dran. Ja, Harvest Moon wissenswerte Tipps. Da bin ich mittlerweile, habe ich so lange gesuchtet und bin so krass und so stark am Gucken und Ausprobieren gewesen, auch vor einem Jahr noch, als ich das über den Emulator gespielt habe, dass ich da ein wandelndes Lexikon bin. Fand ich einfach ganz lustig. Hast dann Hundi, kriegst dann später eine Katze dazu. Ist halt ein Farmspiel. Ist halt schön. Die will ich jetzt erstmal weglegen, dann haben wir ein bisschen Platz. So, was haben wir noch? Das Spiel, was ich heute... Nein! Gute Nacht, hau rein! Schade, ich habe nur noch die Spiele. Die würde ich gerne noch durchgehen. Schade, dass du jetzt schon gehen musst. Vielleicht hast du noch 10, 15 Minuten Zeit. Da lege ich einen Zahn zu. Haben wir ab und zu mal gespielt mit den Jungs. Hier, 13. Das ist so ein... Ja, Cell-Shading-Look halt, ne? Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ermordet, pipapo, Kennedy erschossen. Natürlich Original-CD. Da habe ich mir gedacht, komm, kannst du eigentlich auch mal anspielen. Natürlich dann auch original auf der GameCube. Habe ich nicht so häufig gespielt, aber Turok Evolution, auch ein cooles Turok. Habe ich auch nicht ganz durchgespielt. Sonic Heroes. Das habe ich immer gerne gespielt, als ich zu meiner Oma gegangen bin. Hier wird es schwierig, das wollte ich eigentlich auch mal streamen. Das war mir am Anfang zu schwer. Die Hard für die GameCube. Die Hard Vendetta. Ja, auch natürlich Original-Dingsbums. Habe ich mir auch bei GameStop mal gekauft, glaube ich. Und habe eigentlich nur die erste Mission gemacht, weil die dann doch ein bisschen schwierig war. Zumindest in dem Alter. Da hat mich das so ein bisschen abgeschreckt. So, hast bald geschafft. Hoffentlich bist du noch da. Ganz simpel, Zelda Collect Edition. Hier, die Zelda Collect Edition. Da ist Ocarina of Time drauf. Da ist Zelda Majora's Mask drauf als Vollversion. Da ist das erste Zelda drauf. Da ist das zweite Zelda für den NES drauf. Und da ist eine 20 Minuten spielbare Demo von Zelda Wind Waker drauf. Das war die Collect Edition. Dieser kleine Schatz, den ich halt habe. Wird immer noch für 200 Euro gehandelt ungefähr. Das war die Zelda Edition für GameCube sozusagen, wo auch die N64-Titel drauf sind. Ansonsten ganz klassisch, Super Smash Bros. Melee läuft immer noch, ja, aktuell das Spiel, was wir aktuell spielen, immer noch, Final Fantasy Crystal Chronicles. Ja, ist nicht so das Final Fantasy, was ich erwartet habe. Hier natürlich, klar, den Sascha, den kennt ihr da unten, du, Chrissy. Hier links natürlich die Hino und hier die Sakura. Natürlich auch original, läuft immer noch auf der GameCube, davon gibt es auch ein Let's Play. Ansonsten Star Fox Adventure, ist auch ein schönes Spiel. Ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, mein zweites Spiel. Ein sehr langes, schönes Spiel, hat mir gefallen. Kommt vielleicht auch nochmal als Let's Play. Hätte ich Bock drauf. Ja, es ist wirklich so. Es ist wirklich genau in den gleichen Dingsbums. Habt ihr das mal gemerkt? Also nicht auch vom Aussehen, sondern auch vom Geschlecht. Hier Selki, die Hino, dann hier der kleine Christopher. Hier in der Mitte der Sascha und ganz links die Sakura. Es ist schon halt. Jo. Star Fox Adventure, auch ein sehr, sehr schönes Spiel. Kommt demnächst auch nochmal. Da werde ich mir den Slugsy nochmal als Gastkommentator reinholen. Klar, ist logisch. Super Mario Sunshine sollte man, wenn man eine GameCube besitzt, sollte man das Spiel in seinem Besitz haben. Und was ich mir auch noch gegönnt habe, hier Mario Party 4. Mit einem Mario Party Spiel. Wenn man da nicht so viel, hier Player's Choice, 30 Euro hat es damals im
War das ein Walmart? Walmart war das, glaube ich, bevor es dann später zum Real wurde. Das große Einkaufszentrum. Kann man nie was falsch machen. Das waren meine GameCube-Spiele und meine PC-Spiele. Ich hoffe, da waren ein paar schöne Sachen dabei, wo ihr gesagt habt, yo, Geilomatico. Ich werde jetzt mir ganz nochmal kurz die Hände waschen gehen, weil jetzt meine Hände total staubig sind. Dann komme ich wieder und dann gucke